Willkommen zurück, Ladies, hier bei GTA San Andreas. So, der nächste Auftrag wartet schon auf uns. Und zwar hier, da unten. Roger that, Big Monkey. I got a 13-6 Fat Vulture. Need to acquire a drowning baby. Over. What? In 15 by the Fat Moon. Break your heart. Over and out. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-Wing, cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now, don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign, unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them. But you do know all about that, right? Damn! Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country. And over here, you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collecting. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. Now, come on, get out of here. Na, aber hallo, das sind ja richtige Mafia-Gesellschaften hier langsam. So. MMT-Reifen, yeah! Ich weiß nicht, was es ist, aber... Ein geiler Buggy. Also hier ist sehr viel mit Offroad, ne? Ja. Auch schon gemerkt. Aber mit dem Teil ist es besser zum Fahren als mit dem Monster Truck. Der ist ein bisschen wendiger, glaube ich. Hey! Da pisst euch! Wow, und vor allem ist er schön schnell und man kann richtig schön hier andere rammen und auf die Seite drücken. Weg! Ui, ich muss erst mal schauen, wo ich überhaupt hin muss. Was sagt denn eigentlich die Karte? Oh, Baby. Okay. Das Taxi will mich rammen. Oder? Nee, doch. Was? Ist das der Hooverdamm? Nö. Oh! Scheiße. Warte mal, können wir da vielleicht da oben rum? Das ist ein Offroad-Karren, oder? Ah ja. Das muss der schon packen, oder? Auf jeden Fall, Digga. Warum nicht alles außen rumfahren? Haben wir gerade was verloren? Ja, egal, wird nichts Wichtiges sein. Cool, der Hooverdamm! Da wollte ich schon mal hin, heißt der ja auch so? Sherman Dam. Haha, Sherman. Geil. Bisschen den Namen geändert. Okay, es wird wieder dunkel. Ich finde es ja richtig geil, wenn es hier in der Wüste dunkel wird. So, jetzt habe ich ein Problem. Moment. Das ist jetzt hier unten, ne? Jenseits der Straße. Ach, da unten ist ein Kuhnest. Ne, echt jetzt? Was ist denn das hier für ein Kaff, ey? Alter. Das ist ein Friedhof. Vögel! Kann man die abknallen? Ja, kann man, aber irgendwie gehen die nicht wirklich tot, sondern eher. Sieht ein bisschen lustig aus, ne? Sie sind einfach weg. Okay, wieso auch nicht? Aber auf jeden Fall ist, glaube ich, die Waffe hier besser. Als eine AK. Und ziemlich präzise, ne? So. Aber jetzt gehen wir zu unserem Auftrag. Für das, wofür wir hier sind und sterben. Da ist er! Guck mal, muss ich jetzt ein Rennen fahren, oder was? Jesus, what took you? Torino, where you at? Mile
miles away. No time for niceties, kid. Choose a vehicle, grab the equipment I provided, get to that drop zone and wait for that package. Also, schnapp dir den Raketenwerfer, beschaff dir ein geeignetes Transportmittel, um sie zu... Ah, okay. Dass ich auf den Berggipfel komme, da würde ich ja sagen, probieren wir mal das hier, ne? Bandito! Das Ding geht aber voll ab, ne? Aber wir versuchen es mal mit dem. Da müssen wir irgendwas abknallen. Flugzeug oder irgendwas, oder wie? Na, jetzt sehen wir gleich. Auf jeden Fall müssen wir auf den Berg hoch. Wow! Nein, nicht kaputt gehen. So. Da hoch. Oh, geil, guck mal hier, eine Schanze. Oh, fett. Müssen wir machen, bestimmt Schanzen. Was ist denn hier oben? Da sind alte Hütten noch. Ein Rucksack. Was ist denn das? Warte mal. Ist das etwa ein Fallschirm? Geilomatik. So, wir nehmen schon mal einen Raketenwerfer. Halt, vielleicht müssen wir mit dem Fahrzeug da reinfahren. Ich weiß ja nicht. Und ich hoffe, ich treffe auch mit dem Scheißteil, weil die sind ja sowieso voll behindert, so ein bisschen. Was das Treffen angeht. So, jetzt mal schauen. That's our cargo, arriving now. Jesus, will you stop doing that? Choppers coming in on an intercept. Can you see them? Yeah. Shoot them down. Protect the cargo at all costs. Okay, mal schauen, ob wir es schaffen werden. Weil, wie gesagt, es ist ein Druck zum. Und? Ah, nein! Nein! Bleib stehen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Jetzt aber. Einmal. Hohohoho, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Nee, jetzt. So, jetzt. Wow! What the fuck? Ihr verdammten Wichser! Mann! Alter. Ey! Lass mal stehen hier! Junge! Da ist bitte. Da ist nochmal einer. Wow. Jetzt aber. Hey! Ich sag doch, hier trifft man so schwer, Mann. Ich muss ein bisschen sparsamer werden, ey. Sonst wird es nicht gut gehen hier. Da ist noch einer. Ich glaube, da haben wir noch Ersatzmunition da vorne. Ah, wunderbar. Ey, wohin fliegst du? Okay, hol dir die Schmuggelware erst mal noch ein bisschen. Was mit? Ihr verdammten Wichser. Ich muss auch mit meinem Fahrzeug gehen. I'd give up now if I was you. So. Okay, können wir da so schanzen? Sollen wir mal probieren? Okay, wir versuchen es. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ob wir ankommen da drüben. Nein! Verpisst euch, ihr blöden Wichser. So, jetzt probieren wir es mal. Ja! Juhu! Ernüchterung. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Und die fliegen mir voll hinterher, die Wichser. Oh, schade. So.
Okay, wir müssen die verrecken sowieso. Wir müssen jetzt das Päckchen abholen. Und dann sollten wir jetzt erstmal irgendwie an Land kommen. Oh, schade. Schade, schade, schade. Naja, egal. Wir kommen irgendwie noch darüber. So, wir schwimmen. Was ist das? Ah, eine Schildkröte. Was ist denn das da links? Ein Höhenmesser, oder? Ah, okay. Das Teil fängt wahrscheinlich an mit runtergehen, wenn ich irgendwo runterspringe. Und dann wird es irgendwann mal rot. Dann sollte ich die Leine ziehen. Oder so ähnlich. Ach, scheiße, da vorne sind schon wieder Bullen. Ah, nur noch ein Stamm. Gut. Dann wird sich ja jetzt demnächst der letzte Stern auch noch verpissen. Oh, da gibt es eine gratis Schrotflinte. Nice. Ey! Hoch. Nehmen wir doch gern. Sind die doof? Mein Gott. Und eine gratis Kugelsichere. Habe ich sie auch gekriegt? Ja. War die angeschlagen? Ach so, stimmt, die haben ja auf mich geschossen da oben. Ey, du! Geh mal bitte kurz deinen Betonmischer. Ich brauch den. Ich muss hier einen wichtigen Auftrag erledigen. Genau. So. Zementlaster. Der hat auch ein bisschen Gewicht. Mit dem können wir auch bestimmt ein bisschen was kaputt machen. So, jetzt müssen wir erstmal das Päckle. Meint ihr, das ist gut, das Offroad-Fahrzeug? Bestimmt. Ah ja, Waffe prima. Scheiße. Doch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Pferd. Kannst du mal aufhören? Kannst du mal stehen bleiben? Es brennt bestimmt gleich. Ich gehe. Ich nehme mir was anderes. Das ist doch scheiße so. Guck mal, das Ding da hinten. Yeah, Breakdance. Woohoo. Geil. Okay, jetzt aber. Ey, da hinten ist ein Riesenhühnchen. Hä? Geil. Was ist denn das? Ach du Scheiße. Ein Chicken Nugget in groß. So. Mach mal Platz hier. Weg. So sollte es im wahren Leben sein. So. Ach ja, da habe ich euch auch noch eine geile Geschichte. Ich habe mir einen Gebrauchtwagen gekauft, einen anderen. Also ich hatte vorher hatte ich einen Mercedes, einen CLK, und der hat sich als Baustellenfahrzeug nicht so gut gemacht, ein Cabrio. Und habe mir jetzt einen Geländewagen gekauft, einen Musso. Ich weiß nicht, das sagt bestimmt welchen jemanden, niemanden was. Sayong Musso. Und am letzten Tag, wo ich mein Fahrzeug umgemeldet habe, also beziehungsweise mein Mercedes abgemeldet und den neuen angemeldet, haben sie mich geblitzt. Mit 70 in der 50er im Ort. Cool, gell? Okay, get the package back to Las Brujas. Where are you? You giving me the heebie-jeebies, man. Carl, I will always be watching or listening or both. So, liefere die Schmuggelware im Versteck ab. Dafür brauchen wir jetzt aber nur ein Fahrzeug. Trifft sich ja gut, dass hier gerade sowas rumsteht. Ja, auf jeden Fall, am letzten Tag haben sie mich geblitzt. Das war am 6. Am 6.2. war das, also nicht lange her. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich für eine Rechnung bekomme. Komm, das schaffst du. Das schaffst du. Ahaha, yeah. Ui. Heute ist irgendwie Tag des kaputten Autos. Ah, da drüben ist der Flugplatz. Beziehungsweise, was ist Flugplatz? Das gibt's ja wirklich, das ist ja so ein Flugzeugfriedhof. In Nevada. So, ich glaube, ich nehme aber eine kleine Abkürzung, oder? Ah ja. Ja, prima. So, gut gelandet. Bleib. Die Gasflaschen machen sich auch stylisch hier. Die verrutschen keinen Fleck. So, dann fahren wir hier einmal durch. Mann, hier gibt es aber viel von den Krabs, ne? Junge, Junge.
Da vorne ist, glaube ich, wieder der Hoover-Damm. Und da drüben ist wieder... Alt! Da ist doch das Versteck. Was mache ich denn? Ich Idiot. Ach, das ist ja das Scuff, oder? Und vorhin, oder nicht? Ah! Ich habe jetzt halt ein anderes Vehikel, aber ist ja egal, ne? Yeah, 1000er haben wir gekriegt. Ach du Scheiße, ist das wenig. Uiuiui, ich gehe jetzt in den Saloon, werde mir einen reinkippen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Oh, ist geschlossen. Tschüss.